Heute geht's zur AVM 200er Detected Steckdose. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingecheckt habt. Ja, wer nicht so auf Alexa steht, kann sich auch eine AVM gesteuerte Steckdose besorgen, die ich schon jahrelang im Betrieb habe. Heute zeige ich euch noch mal kurz, wie man das Ding einbindet. Und man kann sie doch Alexa steuern, wenn man das will. Das Ganze geht über Home Assistance. Das hat mein Sohn veranstaltet. Wir gucken dann kurz aber auch nochmal aufs Home Assistance. Und man kann sie Alexa steuern. Das ist durchaus möglich, indem man dann Home Assistance installiert. Da dürft ihr mich nicht fragen, habe ich wenig Plan von. Hat der Gamescrack gemacht, das ist so sein Part. Und man kann die dann trotzdem hier noch im Haushalt weiter nutzen, weil der AVM Detected 200 sind schöne Steckdosen, die man auch mal von Hand schalten kann oder halt in der App, aber zur App kommen wir heute weniger. Gut, ich will nicht so viel quatschen, geht's ab zum AVM Detected 200 Check. Viel Spaß beim Video. So, um euch erstmal zu demonstrieren, wie das ist, die ist ja nun mal schon mal angemeldet. Wir resetten das Ding erstmal, dazu müssen wir lange drücken. Ihr müsst lange genug drücken, damit man das hier sieht, dann blinkt sie. Und dann sollte sie resettet sein. Wir warten jetzt, bis der PC hochgefahren ist und dann melden wir das Gerät neu an. Wir drücken hier gleichzeitig den Detected-Knopf ein bisschen. Ich hoffe, bis er blinkt. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt gleich eine erfolgreiche Anmeldung kriegen, weil heute ist irgendwie ein schwarzer Tag am Montag und der spinnt mich hier rum mit seinen Anmeldungen. Die Dose sagt, ist okay. Die Steckdose ist komischerweise schon da. Aha, es funktioniert jetzt ausnahmsweise mal. Wir können sie jetzt einrichten und dazu nehme ich euch, wie man hier unten sieht, beziehungsweise ihr seht es nicht, aber ich sehe es jetzt hier unten, was hier angemeldet. Und wir werden hier einrichten. So, um das Gerät anzumelden, gehen wir natürlich hier auf die Detected-Steckdose und sagen anmelden und drücken gleichzeitig den Detected-Knopf ein bisschen. Ich hoffe, bis er blinkt. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt gleich eine erfolgreiche Anmeldung kriegen, weil heute ist irgendwie ein schwarzer Tag am Montag und der spinnt mich hier rum mit seinen Anmeldungen. Die Dose sagt, ist okay. Die Steckdose ist komischerweise schon da. Aha, es funktioniert jetzt ausnahmsweise mal. Wir können sie jetzt einrichten und dazu nehme ich euch, wie man hier unten sieht, beziehungsweise ihr seht es nicht, aber ich sehe es jetzt hier unten. Was hier angemeldet und wir werden hier einrichten. So, zum Einrichten ist das eigentlich ganz neu. Ja, klar, wir machen hier erstmal einen Namen. Dark Keys PC. Möglichst einen Bindestrich durch oder so können wir machen. Derzeitige Stromkosten. Wir haben das Glück gehabt, auch mit 29,9. Letzter Zustand, Geräteschalt aus, festlegen. Weitere Einstellungen können wir jetzt hier noch machen. Manuelle Schalten zulassen, Push-Up-Meldung und. LED-Anzeige ist klar. Na? Also mit der Aktur könnt ihr nicht viel anfangen, ihr könnt nicht auf die Steckdose zugreifen. Das funktioniert nicht. Und wir sagen das Ganze jetzt okay. So, die Steckdose ist jetzt hier unten auch drin. Heizkörper sind auch drin. Also wir haben jetzt die beiden Heizkörper eingerichtet. Heizkörperregler, bla bla. Ich soll jetzt Update ausführen. Und das werde ich jetzt erstmal tun. Update läuft. Das scheint beim ersten Mal nicht richtig funktioniert zu haben. Na gut. So, hier nochmal ein Blick aufs Home Assistance. In der Küche ist ja bereits schon eine andere. Die andere liegt jetzt momentan nur vorzugsweise, muss ich die noch einbinden, woanders. Aber hier sieht man zum Beispiel den Stromverbrauch, den man da mit messen kann. Das geht natürlich in der AVM-Software, kann man das auch machen. Aber ich wollte halt nur noch mal kurz gezeigt haben, dass es im Home Assistance auch läuft. Man kann ihn natürlich dann auch Alexa steuern, das funktioniert auch. Wenn ich dann jetzt Alexa sage, die und die Steckdose aus, dann schaltet sie auch aus und wieder an.
Wie das Ganze im Home Assistant läuft, das müsst ihr euch installieren, bla bla bla, da kann ich weniger jetzt zu sagen. Aber ist halt nur demonstrativ, gerade jetzt in Zeiten des Teuerungsstroms, wenn man weiß, was das Ding mal verbraucht hat. Gut, das war's soweit und jetzt sehen wir uns natürlich im zu meinem Endvideo. Ja, für den, wie gesagt, der ein bisschen Smart Home will, will aber alles von AVM haben, ist das genau die richtige Steckdose. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich in Ordnung. Man kriegt laufend Updates, wenn es dementsprechend erforderlich ist. Ich habe die jetzt die erste 2 Jahre und die andere bestimmt schon 1 Jahr im Gebrauch. Ich habe sie halt nur noch mal für euch resettet, weil das die demnächst eine andere Funktion kann, haben soll. An der Kaffeemaschine läuft sie bereits und da kann man eine Zeitschaltuhr, man kann vieles machen. Vielleicht kommen wir noch mal in einem anderen Video. Hier sollte sie nur gezeigt werden, wie sie in euer System eingebunden wird. Ich hoffe, das habe ich damit erreichen können. Ich kann nur sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Dingern und die würde ich auch nicht weggeben, weil die sind wirklich haltbar und AVM gibt immer lange Garantie drauf. Das Produkt findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, wie gehabt. Und wem es interessieren sollte, der kann sich die gerne kaufen, da macht man nichts dran verkehrt. Ich hatte bloß ein bisschen Pech, den schwarzen Tag beim Einbinden, keine Ahnung. Vielleicht hat mein 2,4 GHz jetzt ein bisschen rumgesponnen. Das ist ein Affärslinks, damit supportet ihr den Kanal. Da schon mal danke, wir kommen mit kleinen Provisionen, was wir immer wieder reinvestieren in den Kanal können. Ihr könnt natürlich einkaufen, wenn ihr lustig seid. Ja, wie gesagt, kann ich nur weiterempfehlen, wem es interessieren sollte. Gutes Produkt. Ja, wir sind so ziemlich am Ende des Videos. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch verabschieden. Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und natürlich Abo dalassen, nicht vergessen, wem es gefallen hat. Und Daumen hoch, wir können es gut gebrauchen. Da schon mal danke für. Ich sage tschüss und bye bye. Nächste Video ist am Start. Und solltet ihr Fragen haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn ich das beantworten kann, will ich das gerne tun. Ich sage jetzt tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bye bye.